Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel von Gauß zu beweisen. Diese Formel von Gauß besagt, dass die Summe von 1, 2, 3 bis zu einer beliebigen natürlichen Zahl n auch so berechnet werden kann. Man nehme die letzte Zahl n mal die darauffolgende natürliche Zahl n plus 1 und teile dieses Produkt durch 2. Wir beweisen zuerst, dass diese Formel für n gleich 1 stimmt. Links vom Ist-Zeichen steht also die Summe von 1 bis 1, das heißt 1. Rechts vom Ist-Zeichen steht 1 mal 1 plus 1 geteilt durch 2, also so. Und diese zwei Zahlen sind gleich, dann und genau dann, wenn diese 1 genau dasselbe ist wie dieser Bruch, das heißt auch 1. Für n gleich 1 ist die Formel also bewiesen. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Wir schreiben also diese Formel einfach ab, indem wir überall n durch k ersetzen. Wir nehmen an, dass diese Formel stimmt und werden anhand dieser Annahme beweisen, dass die Formel auch stimmt für n gleich k plus 1. Wir werden also beweisen, dass die Summe von 1, 2, 3 bis k plus 1 genau dasselbe ist wie die letzte Zahl k plus 1 mal die darauffolgende, also k plus 1 plus 1 geteilt durch 2. Und um das zu beweisen, gehen wir wie folgt vor. Die Summe geht hier von 1 bis k plus 1, also geht die Summe von 1 bis k plus die letzte Zahl k plus 1. Diese Summe von 1 bis k, die auch da steht, ist aber dasselbe wie dieser Bruch. Also können wir diese Summe durch diesen Bruch ersetzen, ist gemacht. Jetzt schreiben wir hier noch k plus 1 geteilt durch 1. Und dann machen wir diese zwei Brüche gleichnamig und so erhalten wir k mal k plus 1 plus 2 mal k plus 1 geteilt durch 2. Im Zähler können wir dann k plus 1 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch k plus 2. Und diese Zahl k plus 2 kann umgeschrieben werden in diese Form k plus 1 plus 1. Und somit haben wir genau das gefunden, was wir wollten, und diese Formel ist so bewiesen.